Hallo liebe Freunde, ist meine Frau wegen mir zum Islam konvertiert? Das antworte ich nicht, sondern meine Frau selber. Und ja, bevor sie antwortet, vergiss nicht Daumen nach oben und meinen Kanal zu abonnieren. Ne? Und jetzt meine Frau redet mit euch. Na, Milka? Hallo. Nein. Ich bin nicht wegen Ahmed zum Islam konvertiert. Das werde ich sehr oft gefragt übrigens. Ich war schon ganz lange Muslimin, als ich ihn kennengelernt habe. Das war auch einer der Gründe, warum wir uns kennengelernt haben. Ich bin nämlich schon konvertiert, als ich 16 Jahre alt war. Heute bin ich etwas mehr als doppelt so alt. Und genau, ich habe auch damals schon Kopftuch getragen, deshalb hat der Ahmed mich auch angesprochen. Und so war es nicht wegen ihm. Und damit beantworte ich auch die nächste Frage. Viele denken auch, dass das irgendwas mit Ahmed zu tun hätte, dass ich Kopftuch trage, hat es aber auch nicht. Wie gesagt, ich habe es damals schon getragen und ich trage das zwar vorrangig aus religiösen Gründen, aber eben auch, weil ich das als feministisches Statement sehe. Ich möchte selber entscheiden, wer mich sehen darf und wer was von mir sehen darf und was nicht. So viel dazu. Na gut, sie hat dann die Frage beantwortet. Okay, ich bin nicht der Grund. Welche Frage kann ich dich jetzt fragen? Gerne, Amerika. Fragen, wo wir gerade herkommen. Was meinst du? Ach so, ja. Okay. Wie kannst du die Frage nochmal auf Deutsch sagen? Nochmal? Wo kommen wir gerade her? Woher kommen wir gerade her? Ist das so? Wo kommen wir gerade her? Wo kommen wir gerade her? Okay, dann? Also, wir kommen gerade aus dem Neandertal. Wir waren nämlich im Neandertal-Museum. Ein fantastisches Museum. Wer mal dran vorbeifährt, guckt es euch an. Darum zum Beispiel, wir glauben als Muslime, dass wir nicht aus Affen entstehen. Ja, und du hast eine andere Meinung. Ich möchte deine Meinung dazu hören. Ja, natürlich stammt der Mensch vom Affen ab. Dafür gibt es viele Beweise. Aber in dem Museum ist es auch einfach so schön gezeigt, die Menschheitsgeschichte und wie der Mensch vom Australopithecus afarensis aus die Welt erobert hat und so, wie der Mensch nach und nach entstanden ist. Und das Museum ist sehr dicht an der Fundstelle, wo 1856 ein Neandertaler-Skelett gefunden wurde, in einer Grotte. Die gibt es heute nicht mehr, aber dort ist viel ausgestellt und man kann es sich angucken und es ist sehr schön gemacht, das Museum. Auch für Kinder vor allem. Unsere Kinder haben dort eine Ausgrabung gemacht und haben gelernt, wie man steinzeitlich Löcher bohren kann in Holz und in Muscheln und haben Nüsse geknackt. Solche Dinge. Wir haben ein Wildtiergehege angeguckt, die Kinder konnten Pferde streicheln. Pferd auf Arabisch heißt übrigens Hussan. Genau, du hast dann schon gesagt, du bist jetzt zum Islam vor circa 15 Jahren konvertiert und 17 Jahren konvertiert, okay. Das heißt natürlich schon lange, bevor du mich kennengelernt hast. Die Frage jetzt, okay, du sagst, die Menschen stammen nicht aus den Affen und wir als Muslime, wir glauben... Doch, sie stammen vom Affen. Achso, wir glauben als Muslime, dass sie nicht von den Affen stammen? Weiß nicht, ich glaube schon, dass Muslime auch glauben, wir müssen uns der Wissenschaft widmen. Und die Wissenschaft sagt ganz eindeutig, dass der Mensch mit vielen Zwischenstufen natürlich vom Affen abstammt. Darüber gibt es überhaupt keine Diskussion. Die Frage ist nur, wie man zum Beispiel etwas auslegt, wenn jemand sagt, oder wenn klar ist, okay, es gab Adam und Eva. Das glaube ich auch. Aber ich glaube, dass man die ersten Menschen, dass man das nicht sehen kann als die ersten Menschen und davor gab es nichts, sondern dass es
alles Teil einer Entwicklung ist. Und klar war Adam so der erste Prophet. Und, aber es gab vorher schon Menschen, die aber eben nicht Homo sapiens sapiens waren, sondern andere Menschen. Der Neandertaler, der Australopithecus. Verstehe. Okay, übrigens, unser Theaterstück oder mein Theaterstück oder in der Gruppe, wo ich so Schauspieler bin, geht es auch um Adam und Eva und geht es auch um Fragen, auch auf diese Weise. Wenn du natürlich Lust hast, kann ich auch bald mehr Bilder von uns dann posten. Und ja, Ahmed ist ein toller Schauspieler. Das ist eigentlich gar nicht, wie gesagt, ich habe gar kein Talent dafür, nur ich habe diese Entscheidung getroffen. Ich habe so gesehen, welche Sachen, die ich gar nicht machen kann. Und ich wollte einfach so ausprobieren. Ne? Und ich habe dir auch mal gesagt, es gibt viele, die sagen, okay, wir können kein Arabisch lernen. Die Sprache ist ganz schwierig. Wir sind nicht so für Sprachen gemacht und so weiter. Ich möchte nur beweisen mal, dass es jeder oder jeder kann alles machen. Ja? Nur fehlt vielen nicht nur die Entscheidung. Du musst erst mal die Entscheidung treffen, dass du wirklich es schaffst. Zweitens, du musst dann die richtige Methode aussuchen und du musst auch wirklich so die richtigen Kurse auch finden. Nicht so einfach, du kannst immer dich fragen, okay, bist du beschäftigt oder produktiv? Was meine ich damit? Guck mal, wenn du jetzt mit einem Kurs nur beschäftigst, so dass du Sachen lernst, die nichts dir bringen, dann hier, okay, du machst so einfach, du bist einfach so beschäftigt. Ne? Produktiv, wenn du Sachen lernst, die wirklich dich nach vorne bringen, ja? Und das musst du einfach rausfinden. Du kannst auch mal bei mir natürlich das alles machen. Und dann schaffst du es super, ja? Okay, Melka, die letzte Frage. Habe ich dich gezwungen, dieses Video zu machen? Ja. Nee, mein das ernst okay jetzt? Ja. Sie hat zweimal ja gesagt. Okay, ich frage sie zum dritten Mal. Melka, habe ich dich so gezwungen, dieses Video zu machen? Ja. Okay, dann sie hat gesagt, okay, ich habe sie gezwungen, das Video zu machen, aber zumindest okay, ich habe sie nicht so gezwungen, zum Islam zu konvertieren. Ne? Daumen nach oben, abonniere meinen YouTube-Kanal. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende gesehen hast und wir sehen uns in dem nächsten Video. Yalla, ma'assalam.